Als ich mich selbstständig gemacht habe, hat mein Coach zu mir Folgendes gesagt. Herr Schäfer, wenn Sie misserfolgreich sind, ist es genauso anstrengend und schwierig, als wenn Sie erfolgreich wären. Sie werden nur andere Entscheidungen treffen, nämlich ob Sie das Getriebe kaufen oder mit der Familie in Urlaub fahren, ob Sie neue Kleidung kaufen oder einen neuen Kühlschrank. Und ich habe in meinem Leben nicht nur viele Unternehmen selbst gegründet, sondern arbeite auch als Coach, Berater und Trainer und durfte daher in viele tausend Biografien persönlich hineinschauen. Und deshalb kann ich aus erster Hand sagen, dass für viele das Leben deshalb eine Qual ist, weil sie es verpasst haben, weil sie es versäumt haben, sich Ziele zu setzen und diese abgeleitet von noch größeren Visionen erschaffen haben. Schauen wir nun zunächst in das Leben von Otto N. Er hat es sich gemütlich gemacht in seiner Bequemlichkeitszone, in seiner Komfortzone und kennt sich darüber hinaus. Wenn er aber etwas Neues machen will oder wenn Veränderungen im Leben kommen, zum Beispiel braucht er einen Führerschein, dann hat er die Aufgabe, sich eine Fahrschule zu suchen, muss die ganzen Prüfungen machen, muss die ganzen Ausbildungen machen. Wenn er beispielsweise aber sagt, er braucht einen neuen Job, dann muss er wieder Bewerbungsunterlagen machen, muss diese schreiben, Gespräche führen, sich in einer neuen Firma einarbeiten. Und will er sich selbstständig machen, dann braucht er noch viel mehr, eine Gewerbeanmeldung, eine Finanzamtanmeldung, Businessplan, Finanzplan, all diese Aufgaben, all diese Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen. Sobald also Otto seine Bequemlichkeitszone verlässt, sind sofort Probleme da. Das Finanzamt ist da, die GEZ ist da, diese Ausgabe ist da, jede Verpflichtung, dort muss was gemeldet werden, die Corona-Krise, alles ist schwierig, alles sind Probleme und am liebsten und am wohlsten fühlt er sich zu Hause, auf der Couch, bei Netflix, mit Pilz, Füße hoch und einer Tüte Chips. Schauen wir nun in das Leben von Maxi Motiva. Sie hat sich nicht nur eine große Vision aufgebaut für ihr Leben, sondern hat davon abgeleitet, noch den Mut gehabt, sich Ziele zu setzen. Hat sie es deshalb einfacher? Hat sie deshalb weniger Probleme als Otto N.? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Maxi hat nicht nur genauso viele Probleme, sondern hat wesentlich mehr Probleme, wenn sie sich in Bewegung setzt, kurz Richtung Ziel. In dem Moment, wo sie sich also entscheidet, ihrem Leben Richtung zu geben, Kurs Ziel, wird sie ihre Komfortzone verlassen und wird ein Problem nach dem anderen haben. Sie wird den Markt beispielsweise beobachten müssen, wenn sie sich selbstständig macht. Sie hat dann die Aufgabe, auch Produkte und Dienstleistungen zu formulieren. Sie braucht die genaue Kenntnis der Zielgruppe, der Persona. Dann darf sie auch noch gucken, welche Mitbewerber am Markt unterwegs sind, eine Kosten-Leistungs-Rechnung entwickeln, daraus einen Finanzplan machen, um die Kosten mit den Umsätzen zu vergleichen und festzustellen, ob und wann sie davon leben kann. Und wenn das alles fertig ist, darf sie es niederschreiben, einen Businessplan, um diesen Businessplan mit Anträgen und der Gewerbeanmeldung und der steuerlichen Anmeldung dann bei dem Fördermittelgeber noch einzureichen. Und dann gilt es, an den Start zu gehen, die entsprechende Webseite aufzubauen, zu telefonieren, unterwegs zu sein, Angebote machen, die Dienstleistung dann zu verbringen und schließlich Rechnung zu schreiben. Du siehst also, wenn ein Mensch sich Visionen setzt und Ziele hat, dann hat er nicht weniger Probleme zu lösen, sondern in der Regel mehr. Aber der innere Zustand ist ein ganz anderer, denn Maxi weiß jetzt, wofür sie das macht. Sie hat ihr Warum im Leben gefunden und wird dort mühelos wie ein heißes Messer durch die Butter dringen. Sie wird mühelos wie ein Laserstrahl durch Stahlbeton sich durchschweißen, denn sie weiß, wohin sie kommen will und wann sie dort sein will. Ganz anders sieht es bei Otto aus. Denn sobald er seine Bequemlichkeitszone verlässt, lauern die Probleme, die Schwierigkeiten. Er muss sich kümmern, er muss Anträge ausformulieren. Alles schwierig, alles problematisch. Also geht er schnell wieder zurück in seine Bequemlichkeitszone. Direkt auf das Sofa mit Netflix, Füße hoch, Pilz und eine Tüte Chips. Und das Allerschlimmste, was Otto passieren kann, aus seiner Sicht, ist, dass er die Komfortzone verlassen muss. Dass er nämlich die Kündigung vom Arbeitgeber bekommt, die Kündigung bekommt vom Vermieter, weil er die Miete nicht bezahlt hat oder es nicht mehr bezahlen kann, weil er die Kündigung oder die Auflösung der Lebenspartnerschaft von seiner Freundin bekommt, weil er nicht geduscht hat, weil er nicht trainiert hat, weil er sich nicht entsprechend hergerichtet hat, weil er einfach unattraktiv geworden ist und sich nicht weiterentwickelt hat. In dem Fall ist alles um Otto herum problematisch und schwierig und innen drin in der Komfortzone auch. Das ist blanker Horror und pure Qual. Und es liegt also an dir, ob du selbst dir die Hölle auf Erden produzierst, weil alles schwierig ist und zum Schluss wird es innen drin in deiner Komfortzone auch schwierig, oder du setzt dich hin wie Maxi und setzt dir Ziele abgeleitet von deiner Vision. Doch wenn du genau in dein Umfeld schaust, gibt es wenig Menschen, die so agieren, die so leben, die so existieren, die Freude daran haben, Hindernisse stetig und immer wieder aufs Neue zu überspringen. Deren Geheimnis kennst du heute. Die haben eine Vision, die haben Ziele. Und häufig wird auch über diese Menschen in den Medien darüber berichtet. Wie über Elon Musk, Bill Gates oder Richard Branson.
Nun, warum machen das die wenigsten Menschen? Warum haben so wenig Menschen Visionen und Ziele? Nun, schau einfach in dein Elternhaus. Haben die Visionen und Ziele vorgelebt? Schau in deine Schulausbildung. Haben dir Lehrer das vorgelebt? Haben deine Kollegen dir das vorgelebt? Leben das heute deine Freunde, deine Mitmenschen, deine Nachbarn, Kollegen dir das vor? Die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Und wenn du nicht das Glück hast, so wie ich, dass damals ein weiser Mensch in mein Leben getreten ist und gesagt hat, Daniel, kauf dir 10 Ordner und widme jeden Ordner einen Lebensbereich und setz die Ziele und mach die Vision, dann hätte ich das auch nicht gehabt und du wirst es wahrscheinlich auch nicht haben. Deshalb lade ich dich ein, auch diese 10 Ordner zu kaufen. Es können auch 7 oder 8 sein. Aber in der Regel haben die meisten Menschen einen wichtigen Lebensbereich, die Nummer 1, nämlich herauszufinden, weshalb sie da sind, woher sie kommen, wohin sie gehen, also den Lebenssinn zu finden. Und das kann auch, wie bei mir, zur Spiritualität führen, denn vielleicht geht es nach dem Leben weiter. Beim zweiten Lebensbereich geht es um deine Beziehung zu der wichtigsten Person in deinem Leben, dein Lebenspartner, Ehepartner und deine Gegenwartsfamilie, die daraus resultiert. Beim dritten Lebensbereich geht es um deine Fitness, deine Gesundheit. Denn du bist heute das, was du gestern gegessen hast. Du bist heute das, wie du gestern trainiert hast und wie du dich erholt hast in der letzten Woche. Und du wirst in der nächsten Woche so fit sein und so erholt sein, wie du es heute beschließt, wie du Ziele festlegst und die entsprechenden Kapazitäten und Ressourcen noch freigibst. Und beim vierten Lebensbereich geht es um deine Persönlichkeit. Auch ich hatte kein perfektes Elternhaus, habe diverse Formen und Dellen und Eingrenzungen und Limitationen mitgekommen und davon kannst du dich befreien. Du kannst an deiner Identität arbeiten, an deinem Selbstbild, Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, deine Selbstwirksamkeit. Du kannst deine Werte, deine Glaubenssätze, deine Überzeugung verändern, aber es kostet Zeit. Beim fünften Lebensbereich geht es um deine Fähigkeiten, deine Verhaltensweisen. Willst du vielleicht noch ein Instrument spielen, Klavier spielen, Geige spielen? Willst du singen lernen? Willst du reden lernen? Oder willst du beispielsweise ein Flugzeug oder ein Motorboot beispielsweise steuern können? All das sind Fähigkeiten, all das sind Kompetenzen. Und ich lade dir ein, auch Ziele zu setzen für KLUW. Für konstant lernen und wachsen. Denn Menschen werden umso besser bezahlt und umso besser auch die Probleme lösen, je mehr Fähigkeiten sie in ihrem Unterbewusstsein, im Gehirn installiert haben. Und beim sechsten Lebensbereich geht es um deine Beziehung. Und die schaden bekanntlich nur dem, der keine hat. Das heißt, mach dir Gedanken um dein inoffizielles Netzwerk, also privates Netzwerk, deine Freunde, deine Herkunftsfamilie, deine Gegenwartsfamilie, deine Vereine, überall in der Gemeinde, wo du dich engagierst oder engagieren willst und anderen Menschen helfen kannst und du auch Hilfe bekommst und gemeinsam die Zeit verbringst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das offizielle Netzwerk. Deine potenziellen Kunden, deine Interessenten, deine Multiplikatoren, deine Geschäftspartner, Zuführer, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, Führungskräfte, all das will definiert werden und kann mit Zielen gesetzt und dann auch erreicht werden. Und beim siebten Lebensbereich geht es um deine Berufung. Also wozu bist du da? Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Mit welchen Produkten, Dienstleistungen willst du an den Markt herantreten? Wie willst du an den Markt herantreten? Machst du es als Angestellter? Willst du ein Nebengewerbe oder Vollgewerbe gründen? Willst du mehrere Firmen gründen? All das Thema ist Nummer 7, deine Berufung. Und je besser du dir Gedanken machst bei Punkt Nummer 7, umso mehr bleibt bei Punkt 8 übrig, nämlich dein Vermögen, dein Besitz. Denn je mehr du dienst, je besser du dienst, desto mehr wirst du auch verdienen, desto mehr Besitz und Vermögen wirst du auch bekommen. Erst wenn du an den Markt herantrittst und echte Werte gibst, erst wenn du die Probleme anderer Menschen löst, haben die das Bedürfnis, dir Geld auch zurückzugeben. Und die Frage ist, was machst du damit? Verjubeln oder investieren? Kaufst du dir Immobilien? Hast du ein Auto? Hast du Möbel? Hast du andere Besitzgegenstände? Dann wollen die auch verwaltet werden und sinnvoll angelegt werden, damit die nicht verloren gehen, sondern sich im günstigsten Fall selbst vermehren. Und beim Lebensbereich Nummer 9 geht es darum, dass du deine Bucketlist machst, deine Löffelliste. Wenn dir das nicht sagt, dann schau dir den entsprechenden Film an. Dort haben zwei Männer nur noch wenige Monate zu leben und haben sich eine Liste der Dinge gemacht, die sie noch erleben wollten, haben diese umgesetzt. Und dazu lade ich dich auch ein, dir eine Liste zu machen, welche Abenteuer, welche Spiele du erleben willst. Was willst du tun? Woran hast du Freude? Und das gilt es nicht nur in der Zukunft zu machen oder in den letzten 3 Lebensmonaten, sondern heute damit zu beginnen, dass du auch heute spielst, heute Abenteuer machst. Und dazu kannst du auch dir von deiner Vision abgeleitet die entsprechenden Ziele niederschreiben, um sie dann umzusetzen. Und der 10. Lebensbereich, der gehört zu den aussterbenden Arten. Nämlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das in deinem Leben noch Platz findet. In der Schule hast du einen Stundenplan bekommen von den Lehrern. In der Universität hast du vielleicht schon erstmals dort deinen Stundenplan zusammengebaut aus dem, was zur Verfügung stand. Und wenn du zur Arbeit gehst, kriegst du wieder einen Dienstplan. Was du aber brauchst, ist ein Lebensplan, ein Jahresplan, ein Monatsplan, ein Wochenplan, ein Tagesplan, der ermöglicht, alle 10 Ziele, alle Visionen auch in deiner Woche unterzubekommen. Denn findet etwas in deiner Woche nicht statt.
dann findet sehr wahrscheinlich in dem Monat nicht statt. Und was in einer Woche im Monat nicht stattfindet, findet auch im Jahr nicht statt. Und was in deinem Lebensjahr nicht stattfindet, findet in deinem Leben nicht statt. Also übernimm Verantwortung dafür, dass dein Leben nicht eine Qual wird, denn Entscheidungen wirst du sowieso treffen, aber dann im Engpass, dann in der Knappheit, dann in der Armut. Oder setz dir lieber Ziele und Visionen, dann hast du zwar mehr gefühlte Probleme und Schwierigkeiten zu lösen, aber du hast eine Freude dran, weil du weißt, warum. Du hast ein Warum gefunden und meistens geschieht das Wie ganz von alleine. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, das Ganze in ein Konzept zu gießen und vielleicht erstmal in deiner Persönlichkeit oder in deiner wirtschaftlichen Entwicklung auch Kursrichtung Ziel geschehen zu lassen, also einen Plan zu machen, Etappen, Meilensteine und Handlungsmaßnahmen zu entwickeln, dann laden wir dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir sind über 30 Coaches und Berater, die dir bundesweit dabei Hilfe und Unterstützung geben, Ziele zu finden, und zwar echte Ziele, und dazu aber auch die entsprechenden funktionierenden Pläne für dich umzusetzen, deine persönliche Strategie zu finden, denn die ist abhängig von den Ressourcen, die du heute hast. Gerne aber kannst du auch jetzt das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren, damit du weiter informiert bleibst und uns auch weiterempfehlen. Und mach jetzt Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch und ich wünsche dir viel Erfolg in deinem gesamten Leben und eine große Freude daran, dich weiterzuentwickeln, denn du weißt, nach der Schwierigkeit, da lauert auch die Belohnung, die Freude, dein Ziel, die zu deiner Vision führt. Dein Daniel Schäfer.